Herrn Bayram für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, Herr Kollege Curio, wir haben ja eine ähnliche Debatte vor einem Jahr im Berliner Abgeordnetenhaus geführt gemeinsam. Und mir fällt wirklich auf, dass Sie sich noch nicht mal eine neue Rede geschrieben haben. Aber interessant fand ich jetzt, dass Sie hier mit Ihrem Antrag ein bisschen spät sind. Also interessant ist tatsächlich, dass auch schon in Berlin der Antrag kein Gesetzesentwurf war. Es war so dahingerotzt ein Satz, die Bundesregierung, die Landesregierung sollen es mal ein Gesetz machen, in dem wir die Vollverschleierung verbieten können. In keinem der bundesweiten Landesparlamente konnte die AfD einen eigenen Gesetzesentwurf vorlegen. Und da stellt sich wirklich die Frage, warum ist das so? Und einige Anwaltskolleginnen haben Ihnen das schon dargestellt. Dem will ich mich anschließen, weil unsere Verfassung das nicht will. Und das ist auch gut so. Und tatsächlich wurde hier mehrfach deutlich gemacht, Sie beziehen sich da auf eine österreichische Regelung, wenn man die übersetzen will, indem Sie eine Ordnungswidrigkeit dergestalt für den öffentlichen Raum darstellen wollen, dass die Frauen sich dort nicht bewegen können sollen. Das wäre etwas, wo ich Sie ernsthaft frage, und das, finde ich, hat die Kollegin von der FDP auch noch mal eindrücklich dargestellt. Wollen Sie dasselbe machen wie die Taliban? Wollen Sie den Frauen, denen verboten wird, sich zu bewegen, wenn sie keinen Schleier tragen? Wollen Sie denen verbieten, sich zu bewegen, weil sie einen Schleier tragen? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, und dagegen sind wir eindeutig. Ja, Frau von Storch, ich höre Sie sogar, dass wir die Männer in die Verantwortung nehmen müssen. Und ich interpretiere das mal so, dass Sie sagen, wenn Sie die Frauen unterdrücken. Aber das steht doch alles schon in unseren Gesetzen, und das gilt für alle Männer, die ihre Frauen unterdrücken, egal aus welchem Grund sie ihre Frauen unterdrücken. Das ist doch gar nicht die Frage. Und das steht auch nicht in Ihrem Antrag. Dann schreiben Sie doch mal als Frau von Storch einen Antrag, in dem Sie das festhalten. Der, über den wir hier diskutieren, gibt das nicht her. Und deswegen ist das etwas, was wir eindeutig ablehnen. Und deutlich will ich auch machen, für uns Bündnis 90 Die Grünen ist jede Form der Unterdrückung von Frauen ein Problem. Und auch wir sehen, dass die Pflicht, sozusagen Niqab oder Burka zu tragen, eher ein Symbol der Unterdrückung ist. Deswegen müssen wir uns darüber unterhalten, wie wir die Frauen stärken, dass sie in die Situation kommen, sich gegen Männer zu wehren, die ihnen sowas aufzwingen wollen. Aber das heißt doch nicht, dass wir die Frauen bekämpfen. Das heißt doch genau das Gegenteil. Wir müssen doch die Frauen stärken, damit sie sich dagegen wehren, unterdrückt zu werden. Und da will ich mal auch klar machen, wir müssen nicht nur die migrantischen Frauen stärken, sondern wir müssen alle Frauen stärken, die in der Gefahr sind, in allen Situationen tatsächlich unterdrückt zu werden. Das ist doch der Anspruch, den wir stellen müssen und über das ich mich lieber mit Ihnen unterhalten hätte, über einen solchen Antrag als über den, den Herr Curio heute vorgestellt hat. Vielen Dank, Frau Bayram. Ich bin nach wie vor begeistert. Als nächste Rednerin die Kollegin Dr. Frauke Petri.